Are you ready? Yes. Ja, Kevin hat schon Mythic Dungeon angemeldet, aber mit Orden kann man das auf dem zweiten Bildschirm Ich schon mal habe schon machen. längst alle durch. Really? Von am ersten Tag, Alter. wo man es konnte. Oh, ich habe noch nicht einen Mythic Dungeon gemacht. Ich bin Nee? schon Level Nee, ich 52. mach ganz entspannt. Wow! Ganz gemütlich. Ja, ganz Jawohl. gemütlich. Jeder, ne? Ich will ja auch Mythic raiden. Den muss ich ballern. Machst du direkt Mythic oder was? Also gilt ja, ne? Hero zuerst, bisschen Gear und dann Mythic, sobald Mythic gibt. Hätte auch Bock, aber ich glaube, das ist mir zu viel Zeitaufwand. Ja, das stimmt. Das sind 3 Tage abends immer. Am Anfang. Naja, so viel Grind ist das jetzt auch nicht. Sagen wir, du nimmst jeden Abend irgendwie 3, 4 Stunden, was zu machen. So. Geht Schon. eigentlich, ne? Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie busy dein Leben ist, I guess. So, wir sind wieder Redzeit, ne? Yes. Erstmal nichts gebannt. Da wäre der Momo gewesen. Na gut, pass auf, wenn die jetzt Amumu gehen. Aber es ist eine gute Practice, wenn die Amumu gehen. Das stimmt. Was haben wir Also, wenn wir sonst vorhaben, geguckt? Kane zu gehen, fände ich Garlios ziemlich nett. Also, du willst gerade spielen? Ja, aber ich würde würd den Macht jetzt mich schon ein bisschen geil. wahrscheinlich. Ach Nee, so. doch nicht. What? Tschüss. Ja, den haben die schon im ersten Game Ja, gebannt. Ich Ich weiß, aber macht mich nicht so glücklich. nur auch nur Hätte ich gerne Garlios gesehen. gespammt heute. Also werden wir morgen, wenn wir Red Side sind, on button, ja? Ja. Würde ich Ja. sagen, oder? Ja, würde ich auch Ja, sagen. ja, ja. Aber morgen so eine Kane-Galio-Kombo. Puh. Ich glaube, die werden Galio bannen, ich habe so Uff. viel Galio Dazu gespammt. Ornn. Huh. Dann Dazu Kai'Sa. Kai'Sa. Das wäre Und eine schon was Morgana Jungle, Feines. oder? Oh, nee, du Was? spielst Du Kane. willst Kane? Du hast schon ja, längst wann dein mal Pick. Akali, oder? Nee, Ornn. Nee, Ah, Ornn. ja, oh, no, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, bauen wir mal Akali, ne? Let's go. Gut, dass sie nochmal Jhin pingen. Ja, geil. Gib mir MF dann. Wollen wir hier Und MF was picken Kane wir gehen? noch? Oder ist Kane nicht blindable? Doch, eigentlich schon, oder? Aber lass dir doch auf R3 picken. Warum sollten wir den denn? Achso, weil Wollen wir nicht du. eher einen Solo-Laner auf oder einen Supporter auf R3 picken und dann Counterpicks bannen? Boah. Also warum sollten wir, weißt du was ich meine? Warum sollten wir ihn jetzt nicht picken? Ich glaube, Ist Kane hat doch korrekt. Counter, oder? Tim? Ja, aber. Aber was denn? Also was Picken ist Miss dein Fortune. Hanging? Ich pick einfach Kane, ist egal. Erstmal Miss Ich Fortune. komme schon klar. Alright. Ich Dann sag's mal pick Miss Kane, ey. Fortune. Ich krieg das schon hin. Kriegst du schon hin? Wenn das Und einer Miss schafft, Fortune. dann Turbo Tim. Also die sollen wir noch einzigen über was anderes Meta-Jungler, reden? Wir haben noch die. 17 Sekunden Zeit, Jungs. Heißer wäre auch wieder bad oder so? Was ist Ja, euer aber könnte man trotzdem noch Lieblingskuchen? gehen? Ne, ich wollte noch mal im F into Jhin probieren. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Puppärchen. Also die einzigen Meta-Jungler, die gute Matchups into Kane haben, sind Kha'Zix. Ja, eigentlich. Kha'Zix hat leichte Winrate, aber ansonsten. Olaf. Ansonsten eigentlich nichts, was ein Count hat. Ein Winrate zumindest. So viel dazu. Können wir direkt gucken, wie es Matchup ist. Ist aber kein Problem. Das Du ist brauchst aber fein. kein Problem. Was darf ich Ihnen anbieten für die Support-Position? Anything. Haben Sie eine Präferenz? Blitzcrank. Was, wenn wir hier ein bisschen teamfight-orientierter für Rakan zum Beispiel gehen? Kann auch Rakan gehen. Das Matchup ist auch schon ein bisschen kacke, ne? Das geht. Das geht. Ja, lass mal Rakan gehen hier. Rakan Kane ist halt Echo würde ich bannen. Omega-busted. Oh ja, Echo sieht hier. Was würdest du bannen? Echo? Ja, ich würde auch AP Midlaner bannen. Also Echo, I guess. Und dann vielleicht doch Viktor bannen? Spielt er den? Ja, also er hat 2 Games jetzt gemacht, die Preseason, aber sehr Also, schwer zu Botlane, sagen. wir haben jetzt schon extrem geilen Teamfight. Botlane haben wir nicht wirklich Prior im Early. Wäre gut, wenn wir mit Top was kriegen, was ein bisschen Druck hat. Vielleicht können wir auch eine Diana bannen.
Diana. Ich überlege, aber weiß nicht, ob der Chip stark ist. Geht. Sieht immer recht stark aus, ne? Ja, ich glaube mal, ja. Ja, komm, hau weg. Ja, so eine Cassio wäre für uns auch eklig, weil es ja Cassio spielt. Ja, spielt er zumindest nicht laut seinen Champs, aber. Und wir haben ja Last Pick, also ich könnte. Haben wir Last Pick? Ja. Mhm. Kannst du gleich blind picken? Ja. Ja, wir hätten Shen wahrscheinlich auch Bansan hier, wa? Wir können Shen picken, actually. Oh, I like. Mit Kane ziemlich geil. Ja, go. Shen. Ja. Ich meine, die Comp ist jetzt, die macht dich jetzt relativ, lässt dich jetzt relativ stark rausscheinen, Tim, ja? Also, no pressure, aber. Die Comp lässt mich rausscheinen? Ja, natürlich. Wir haben Rakan-Follow-up für dich, wir haben Shen-Ult für dich. Jetzt picken wir Midlane noch. Ich sehe noch nicht, wie ich den Fight enter mit einem Kane, hier, außer ich spiele Blue Kane, aber. Dann würde ich einfach rein. Ja, kannst einfach rein. Und Shen-Ulti drauf und dann gehen wir drauf. Was pick ich denn hier noch? Was seht ihr gerade? Oh, das ist ein Silas-Game. Oh! Aber es ist ja. Kommt also auch noch hart auf Midlane-Matchup an, aber. Ja. Jetzt mach nicht diesen. Ich habe noch nie einen Silas gesehen, der einen Orion Soul Ult geklaut hat. Ich habe noch nie Silas gegen Orion Soul in meinem Leben gesehen. Ja, wenn mich jetzt selber fragt, wie ist das Matchup, kommt nicht mehr auf die Idee. Ja, okay, Silas, wa? I guess. Also Z. Und du spielst Rakan. Was das? Jungs, wir können natürlich auch. Silas gegen Toplane schicken, Kane Mitte und Shen Jungle. Was? Ob ihr alle Lack gesoffen habt? Einfach alle Lack. Ich laber nur Scheiße. Kannst ja, also Shen eigentlich wäre das kein Top gehen, wenn du willst. Ja, perfekt. Also eigentlich muss ich hier Blue Kane spielen, aber mache ich nicht. Blue Kane ist doch competitive immer toll, oder nicht? Nö. Warum willst du Blue Kane spielen? Wollen wir swappen eigentlich noch? Oder? Nee, Red Kane ist doch OP. Weiß ich nicht, gegen Thresh Aurelion? Ah, irgendwie ansatzweise zu fighten, wird schwer, oder nicht? Nö. Dann rausfinden. Ich glaub, das wird entspannt. Ja, du hast halt, Silas, du darfst ja nicht vergessen, Silas, du hast Silas und du hast Rakan für dich, ne? Ja, aber. Alter, ich mach ja nichts in der Zeit, wo ich gekillt werde. Ja, du wirst ja nicht gekillt, weil Rakan ja da ist. Die Aurelion? Aber wir werden es ja sehen. Lass mal mit Cleanse spielen, Sola? Lass mal probieren. Glaub nicht. Wir können Exhaust spielen, maybe, aber. Kevin, wenn ich einen Wunsch äußern darf, pressure mich nicht in Fights, okay? Ich glaube, du hast eine Lendive Tutu auch gewinnen können. Pressure dich nicht. Ja, du hast, wenn wir einen Champion beide spielen, dann hast du immer so ein Feeling dafür, weißt du? Ja. Aber dann, das hilft nicht immer, wenn du es sagst. Weißt du, was ich meine? Ach so. Habe ich das letztens gemacht, oder was? Nee, tatsächlich machst du das, wenn bei Sola. Aber was denn? Ich denke mir immer, wenn ich Sola wäre, ich glaube, da wird mich pressure. Was denn? Weißt du, wenn du sowas sagst? Oh, da musst du rein, dann ist ja der Moment meistens schon vorbei, weißt du, was ich meine? Egal. Wird schon. Ach, ist free. Meint ihr, die machen wir doch auf Level 1? So lag das nicht fast. Da habe ich genau den richtigen. Erstmal instant. Für die habe ich. Junge! Du kriegst mal bald. Was? Kannst du Darker bauen? Ja, klar. Cool. Pick Bayford und fragt nach der Entbannung. Ach, Robin, wait! Wie sieht denn Kane auf der Minimap aus mit dem Skin? What the fuck? Ja, lass uns rein. Wait, seit wann geht das nach Skin? Ich hab kein Wort. Ich glaub nur bei Kane, oder? Ja. Hauptsache dahinter kam auch ja. Wo willst du Wort haben? Hier oder hier? Nee, mach mal hier. Kassixer in einem Red? Ich komm mal clearen, mit Top. Wo sind da die Party? Nee, die sind doch noch da. Sola. Ja, ja. Aurelion ist hier, ich kann hier nicht bauen. Ich bot hier. Bruder. Das wäre schon recht frech, wenn die jetzt nochmal hier reingemoved wären. Nee, Kha'Zix ist hier. Und okay. Redstart. Ich hab verstanden, man hört mal komplett im Hintergrund. Jo. Boah, ey, Aurelion. Der spielt auch dieses neue Impeder-Shit-Bild. Mein Gott. Wir können die Wave heranfüllen, oder? Wobei, wir sollten einfach pushen.
geh zu deren Blue. Echt? Naja, ja. Free. Kane gibt Golems. Kha'Zix. Wie so ein Mondo. Kane geht Golems. Kane. Ich stehe ja mit seinen kompletten Topside. Ich hab hier halt keine Prior, ne? Ich spiele gegen Aurelion. Du kannst ja Legend auch an den Malphite hoch an deine Form, ne? Ja, das wäre auch gut, dass du einfach... nicht an mich ran. Jetzt gerade nicht, ne? Also gönnt ihr da, dann hier Level 3 hast du ja schon Hälfte Form ready. Oh, der hat Hook. Ich am Inting. Weiß, der hat keinen Aftershock mehr. Willst du ja noch eine? Ah, ja. K ist da. Verzeiht. Geht jetzt zu... Der hat keinen Flame. Ja, ich mach das, aber ich mach hier Dings noch. Ja, du hast Zeit. Ich bin noch nicht frei. Ich lass ihn pushen. Das verstehe ich nicht, er hat Dorans Ring plus Grasp. Soll der Blue-Buffer checken gehen? Nee, also ich denke nicht, dass sie das wissen. Ich komme. Aber selbst wenn, sollte er doch noch für gehen, oder? Also für dich tatsächlich keinen schlechten Call, den Blue zu checken. Ja, gerade können wir aber nicht. Aurelion, nevermind. Da müsste ich meinen Fort, Alter. Verstopp. Jetzt wird der Kha'Zix sein Move. Jetzt wissen sie, dass ich deren Topside genommen habe. Was mit Topside-Cover? Willst du contesten? Das moved jetzt? Ja, Kha'Zix wird Botside nehmen müssen, sonst ist der keiner Fakt. Geht hier für mich? Komm mal. Kannst dich, glaube ich, mal hooken lassen. Kha'Zix immer noch Botzeit, ne? Ich TP, komm. Aurelion moved auch. Ja, der hat noch Flash. Malphite TP'd auch. Kha'Zix ist unten, ihr seid unten zur Zeit. Könnt ihr raus? Wir sind auch hier. Was war der Hook, Alter? War ja Sahne auf dich. Wait, what? Okay, Kha'Zix ist Turbo-Fuck. Das ist ja Double TP gewesen, Alter. Kha'Zix ist Turbo-Fuck. Nee, Aurelion ist gut. Sonst wir aufpassen. Ich bin noch Guardian, ne? Hier. Wenn du die Wave nicht gewählst. Oh shit, sorry. Ja, okay, wir haben halt Jungle Hard Run, ne? Der hat irgendwie. Naja, der kriegt Kickline halt 10 XP, ne? Ja. Ja, die Wave, ich denke nicht, das ist gerade schade. Ja, aber Toplane pusht jetzt wieder zu Kevin, Malphite ist schon behind. Ist der Malphite reingepeat oder was? Ja. Reingeflasht? Das weiß ich nicht. Ah, ne, ich hab aus Versehen geklickt. Ah, doch oben! Kha'Zix wird für Botside-Crap noch gehen, denke ich. Freestyle das hier? Botding könnte jetzt helfen gehen, wir haben Wolfen am Tilt. Oder mich am Blue inwählen? I don't know. Gibt's mich hier verloren? Mit kleinen Heart of Fire. Sieht so aus, als würden die mich hier abfacken wollen. Ich weiß es nicht, Mann. Midlane sieht auch so aus, als würden die mich abfacken wollen. Jo, ah, die wollen mich mit Midlane abfacken. Flash schon bitte. Botlane Slow push ich jetzt. Ah! Lass uns mal wieder versuchen, ein bisschen mehr auf Sams zu achten. Ich hab absolut keine Ahnung, was die gerade gesagt haben. Ich muss Midlane rein TP'en. Ich hab 41 CS, ne? Stark. Das sieht gut aus. Kannst du mir helfen, eine Seite zu warnen oder mir mit mir durchpushen, der Waveset hier ist? Wir können Botlane reinpushen und zusammen River kommen. Das wäre klasse. Das ist hier highly not enjoyable. Move jetzt. Ich komm auf für River dann. Aber ist gemacht. Ich geh hier rein, okay? Ja, die sehen mich über die Krabbe. Okay. Willst du rauspushen oder willst du... Nee, jetzt ist fein, jetzt ist der Action. Trash Miss. Wer hat Wort hat gefreezed, ich brauch dich wieder. Können wir mich auf den Trash move? Nö, ich geh Drake. Geh mal runter, Kutscher. Ich sneak den Drake. Miss Malphite. Level 4 noch. Komm mal, Sola. Level 4? Das läuft hier noch, ja. Was machst du denn mit dem? Ja, das ist nicht so. Nicht der beste runter TP-Port gehabt und ja. Miss. Mal, wenn er Aurelion soll Ult benutzt in seinem Leben. Hab Ulti ready? Ja, die geht einfach nach vorne. Und ja, ich so, und zieht die Leute nach hinten. Kannst du mir bitte Backup recht geben? Ich würde den gerne Aurelion. Okay, ja, kann ich machen. Ja, aufpassen.
Wir müssen die Rift uns beschlossen. Ich weiß nicht, ob du die. Ich glaube, du kannst die auch ein bisschen wie Gnabe nutzen. Naja, ja, ich weiß, aber ich komme ja nicht. Hat der Sams? Der hat Sams, ja. Nice. Ist noch ein K6. Bist du da frei? Ja, ich kann den killen. Nice. Wenn der ein bisschen denkt, dass er mich killen kann. Aurelio noch keine Ult. Wenn der jetzt Level 6 wird, der K hier, dann. Oh, es ist TP. Jetzt stelle ich mich ganz drauf nicht. Kriegen wir das durchgepusht hier? Was meinst du? Naja, wenn K6 kommt, sind wir dead. Ich hab keinen Flash, ich hab keine Ult. Der wird 6 hitten wahrscheinlich. Ah, ja, boah, ist die Lane Ace, Alter. K6 Spotzeit, Dead. Spotzeit. Ja, ja. Komm mal. Oh, 2 Sekunden Schild. Nee. Oh ja, die können einfach für Perma-Hooks gehen und wir können dagegen nicht viel machen. Wir müssen die Wave ganz anders spielen, glaube ich. Wir müssen uns einfach die ganze Zeit reinpushen lassen. So ist richtig scheiße. Ja, was können wir dagegen machen? Nicht viel. Wir müssen einfach die Wave anders spielen. Halt Winning Matchup für die, das war von Anfang an klar. Okay. Also wir können halt den Push nicht so contesten. Wir haben nur Glück, dass der halt bisher nur Kutscher gehuckt hat. Aber okay. Theoretisch. Wir können halt 8 Hooks missen und der 9. ist trotzdem kill. Naja. Aurelion hat jetzt auch erstmal wieder Prio. H6 hier. Oh mein Gott. Botlane kann auch moven, Botlane kann moven. Trash ist hier. Noch hier, gleich. Kann die Herald gehen? Ich glaube, der Kar springt hier rüber. Ne, der ist zum Herald gemoved. Echt? Okay. Ja, die machen Herald. Wollen wir das irgendwie spielen oder? Nee, ich würde keine Ulti. Ich würde den droppen. Oh mein Gott. Kevin ist vom relativ deep. Just sowing the seeds of rebellion. Ja. Der Tim ist drin. Entschuldigung. Passiert. Ich komm wieder rüber. Dark. Ah, what? Als ob du das überlebst. Komplette Frechheit. Ah, den hätte ich haben müssen. Ja, das ist morgen bitte Jinban. Auf Red Side. ich komm bitte. Aber wait, dann müssen wir den auf Blue Side first picken. Wenn wir on first picken, könnt ihr alles. Also, besser. Ja, I don't know. Sonst irgendwas, ich überleg mir irgendwas. Oder wir Permaban. Aber ist er jetzt, keine Ahnung. Aber ist das Matchup so unplayable mit Kaiser? Ja. Ja, also geht. Alles nee, ist es ist halt einfach, der Champion ist halt einfach zu stark so. Also, der macht halt alles nur besser so. Also, ist halt. Okay. Keine Ahnung. Ich hab gerade. Ja, nee. Ich meine, ich. Toplane ult? Hätte auch nicht all-in forcen sollen gerade, aber. Ich würde gerne ein bisschen stacken. Ich komme auch hoch. Chance, wir können diven. Ich kann auch moven. Wenn ich aber glaub. Wir haben Drake in einer Minute, ne? Hier in Ward. Pink. Lieber dann Turret anstatt den Drake. Okay, ich konnte testen. Der hat jetzt hier gepinkt. Nice. Vielleicht mal sogar noch zum Drake hin, oder? Mit dem Malphite Ult von Johnny? Ja. Ja, damit wäre schon ein ja. Ich habe nicht so already. Viel Mana. Ja, dann back ich kurz. Können wir hier Mitte nicht? Können wir nicht Mitte? Können wir nicht Mitte? Nee, ich bin weak. Kevin, ne? Weak, ich habe hier ist Herald and shit. Na gut. Okay, ja, maybe jetzt. Ja, maybe jetzt. Ich bin hier drum, ist schon mal gut. Ich komme jetzt mit Drake. Aber ist ab hier. K6 ist hier. Ich hab keine Wards mehr. Der K6 ist Half-Life. Komm mal hier. Können wir da? Nee, erst wenn Tim da ist, ne? Yes, yes. Wir haben auch Shenoid, ne? Ja, ich würde aber noch ganz schnell Base gehen. Okay. Ich hol ohne Mana. Okay, wir können das slow spielen, I guess. Sunfire ready. Ich glaub, die droppen den. Jin hat keinen Flash, by the way. Ich brauch das Gefühl. Ich komme. Manfair move da wahrscheinlich hin gerade. Ja. Na, das ist natürlich. Das ist ein Bomber. Ich guck mal, ob ich ihn sneaken kann wieder. Kann wirklich sein, dass hier. What the fuck? Die rein, das glaube ich nicht, Tim.
so aus, ja. Ich glaube, die Reihen, das hier irgendwie nur gedroppt. Ja, ist zweite Weg, sehr gut. Ich denke, wir werden jede meine Malphite Ults dann so respektieren, ne? Das ist für uns eigentlich sehr angenehm. So. Könnten Bot hier. Na, du bist 6, ne? Ich glaube, die können nicht dive, wenn du 6 bist. Ja, ne. Ich werde Mitte TP'en. Kannst du Mitte Backup geben? Vielleicht probiert ja, er was, ja, wenn ja, ich hier ja, drauf TP'e. Ja. Ja, ist ja. Miss. Oh mein Gott, ich glaube, ich möchte. Sinn ist auch Miss. Können wir hier trappen oder mit dem was Bot denn? Ich hab Vision, die sind wahrscheinlich resettet. Oh mein Gott. Das kann aus Base kommen, jetzt pass auf. Ich komm nicht wirklich ran, wenn der. Nö, ich hab das Item nicht bekommen, ich hatte ein Gold zu wenig. Ich hab eine Millisekunde zu früh TP'd. A6 hier? Der Thresh kann jetzt hier irgendwo sein, Vorsicht. Was war Teil für das Spiel? Für da rein, Johnny? Ja, ich glaub nicht, ne. Das denke ich. Oh, guck mal, nach oben durch. Nach oben durch. Keine Ahnung. Hab Red Cane Form. Okay. Okay. Die haben auch noch. Malphite Ult used. Okay. Ja, wir haben schon ja ich hätte den Thresh ja, Drake soll. Ich dachte, viel. Der kommt, wenn dann von Blue gemoved und nicht schon hinter mir. Plus, holy fuck, wie viel Damage der Kha'Zix mir schon macht. Ja, Kha'Zix, Traktare, die hatte der glaube ich schon. Ja, schwer, ne? Also gerade auf sowas wie Kane währenddessen noch zu reden, aber lass es trotzdem probieren, ne? Aurelion Bot. I'm dead. Ich hab Ult. Ja, bist du maybe nicht. Not. Oh. Okay, nur rein. Kannst du nicht ulten, wenn er da so steht? Oder killt er dich dann? Ja. Aurelion hat ja auch noch Ult. Lass mal hier Mitte. Ja. Kevin, kannst du vielleicht für eine Ult gucken? Ja, ich schau. Schwierig. Obwohl der Fan cancel gerade. Ja, Orion geht Base, Bot. Orion geht Base. Ich will das nächste Mal noch mehr Akro. Ich glaube, ich kann das einfach. Ich ruf mit. Riech mich, hat der Orion das gerade übelst missplättet, hätte ich dann nicht einfach sterben müssen gerade. Nö, der muss den Schneeball ja übel früh ziehen. Guck mal hier. Man mhm. Könnte move. Ich bin auch da. Überzahl. Will ich Krabbe machen? Ja. Komm mal. Ja. Das Krabbe mal und dann Bot den einmal Prio und das Reset hier. Guck mal. Wo? Links hier? Ah. Really? Wir können immer noch? Ja. Dann bin ich in Range getaunt. Kacke, ich dachte, Jin moved jetzt, careful. Jin moved jetzt. Ja. Ah, wir haben Krabbe. Pflanz genommen. 1,50 Drake, Herald ist ab, was machen wir? Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Drake priorisieren. Ja, du bist Drake, also ich habe halt keine Ult, der Aurelion auch nicht. Aber noch wir haben zwei auch keine Minuten. Lass einen Schimmer, wie der Kha'Zix 102 CS haben kann. Ich habe jetzt Eclipse. Ja, habt ihr wieder Ult bis zum Drake? Ja, ich habe was? Ich habe Shen Ult nicht. Ich habe in 100 Gold XG Power Spike, ne? Ich habe auch Drinker dann. Ja, ist auf einem Topside noch, ganz entspannt. Thresh wieder Mitte. Ja, ich hab Mercs genommen. Ich glaube auch. Also sonst komme ich da glaube ich nicht durch. Ja, da wird dieses. Das ist so ätzend. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen mehr die Thresholds beantworten. Ich glaube, 2v2 würdet ihr Mitte super hart gewinnen, oder nicht? Keine Ahnung, die Seite Bild ist so annoying. Stay. Ja, Jin ist jetzt auch gerade Mist. Kha'Zix wird safe around mit sein irgendwo. Die würden das nicht so aggressiv spielen sonst. Thresh muss runter. Ich glaub schon, die wissen ja, dass ich keine Ult hab. Okay, achso, bei mir hast du Ult. Also, kein. Meint Aurelion Ult. Ich geh Base. Okay, 40 Drake. Ich hoffe, die. Also spielen? Dann sollten wir nicht, ja. Malphite Top Move jetzt Mitte wird fallen, glaube ich. Ja. Ah, ich muss noch mit. Oh, never mind, die fällt nicht. Also, wir sollten generell einfach für die Backline spielen, wenn wir Aurea und Jin
Ich glaube sogar den Kha'Zix töten ist wahrscheinlich das Wichtigste. Aber wenn wir Backline-Diven halbwegs erfolgreich, dann sollten wir die Fights gewinnen können. Ist ein Wort noch. Das Ding ist halt, wir müssen halt dann auch instant rein, ne? Also der... Wollen wir überhaupt fighten gerade? Ich würde das fighten, oder? Wollten wir, ja. Und Kutscher, was sieht, muss er was callen? Wir können hier rein, oder? Ja. Let's go, hier callen. Lauf den Chin. Kha'Zix ist komplett on fresh, fresh. Kha'Zix? Okay, actually können wir das wirklich spielen. Holy shit, nice. Ich hab unser Fight ist komplett insane, so. Unsere Teamfight-Comp ist, die haben nichts, das ist... Die waren halt noch gar nicht in Position, als ich da reingeflasht bin, dann waren die voll überfordert. Jo. Das war schön. Aber was ist, wir haben so, also wir haben wieder so eine Comp, wir haben Kayn, Sylas, das sind zwei Champions, wo so viel Prio auf die legen, damit die überhaupt sterben. Und dann haben wir fucking Rakan, ML, die Comp ist richtig geil für Teamfights. Fällt mir richtig gut. Kriegt Bot dann relativ viel. Sollte trotzdem die Fights aber so nehmen, dass ich halt Malphite Ult abhab, ne? Also das ist halt value-mäßig da nichts anderes dran. Was hattest du gerade? Malphite. Achso, okay. Ich hab eben nicht gedacht, dass wir die 5-0 hier acen, Alter. Wenn du mich vorher gefragt hättest. Das war aber auch ein guter Catch auf Jhin da, ne? Wenn wir Jhin Malphite Ult kriegen. Malphite Ult war sick. Ja, perfekt. Also wenn wir Jhin, wenn wir irgendein Prior-Target in die Malphite Ult kriegen, ist der Fight schon gewonnen. Ich hab Ulti. Okay. Ja, aber kein Mana, ne? Ich hab Jhin. Die auch noch. Halt. 2 Sekunden auf E. Danke dir. Aurelio Zoll könnte move. Kha'Zix könnte auch move, sollte da rausnehmen können. Könnte auch langsamer sicher. Mach mal Herald, oder? Mach mal Herald. Yeah. Nice. Was ist die Kha'Zix Topside, Kha'Zix bei dir. Aurelian auch, du musst aufpassen. Danke dir für den einen Block, Alter. Aurelian move auch zu dir. Ein Ding. Ja, wir droppen einfach Herald. Wenn die den machen. TP theoretisch, von oben. Ja, ich glaube. Brauchen wir nicht. Ja, Aurelion Zoll ist auch da. Aurelion Zoll ist auch da. Verstehe, der ist alleine. Ja. Nice, die fallen gerade so ein bisschen, ne? Ich hol mir die Top Wave. Ja. Kane Kha move Mitte. Ich würde noch einen Reset hier, glaube ich, nehmen. Wobei, ne, ich fahre mein Edge auf, weil wenn ich das habe, dann ist der Malphite useless gegen mich. Oh, komm, hier kam. Ja, wir move. Wir will Herald Place, ne? Aber move du mal, ich bleib mit dir. Wenn der zu mir move, dann. Malphite auch noch. What? Da ist er. Aurea moved jetzt. Dass der davon nicht gestorben ist gerade. Aurelion ist ein Bruder. Actually hab ich getrollt, ne? Komm, ich komm. Habt ihr, oder? Ja, Kutscher hat den. Krieg keinen Assist mehr, glaube ich. Das ist niemand. Können wir Nash? Würde ich gegen deren Combo ungern machen. Müssen wir auch einfach nicht, ne? Also. Ja. Hier? Ich komm grad nicht, ich hab keine E. Ja, jetzt ist schon, lass mal top werden. Ja. Ich kann da gerade nicht wirklich mit moven. Flash ist im River. Und außen rum. Und noch ein Knock-up. Und er knockt ab uns. Good job. Flash ist da. Ich nehme Mitte Wave wieder an. Wissen wir, wo der Jhin ist? Nee. Der war Bot. Flash ist River. Aber der hat resettet. Er holt nice. Schon ab. Good job. Ja, passt da. Mal gucken, ne? Die können euch da oben leicht engagen, aber. Malphite glaube ich nicht. Kha'Zix Bot. Oh mein Gott, der hat gefailt. Kannst du ja nicht ausdenken, dass der fällt. Ich move zu dir, da ist noch ein Thresh irgendwo. Ich glaube, Kevin ist da genug Great Boss für die alle. Ja. Ich würde hier nochmal ein Reset nehmen. Oder das Raptor nehmen, oder Thresh nehmen. Oh. Oder Kha'Zix. Den will er haben, den Red Boss. Den will ich haben. Nee, ist er sauer. Jetzt, wo er so gefailt hat mit dem Smite, ey, da war ich sauer. Erstmal, ich würde noch eine mit Wave hier pushen, dann würde ich nochmal resetten. Ihr könnt schon Krabbe machen. Wave hat Ult, glaube ich. Reset hier. Ich bin nur für Drake gerade, ne? Ja. Mhm. Okay, spannend. Ich kann wieder Malphite Ult klauen für den Fight, das sollte für dich free sein.
Der Jhin hat aber wieder Flash in dem Fight. Völlig egal, ADCs können, da nicht, können das nicht flashen. Ja, ich wollte schon gesagt haben. Das ist actually true. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber. Zeit ist, Malphite will zu flashen, ist aber schwerer als Malphite ja, will zu flashen. Das. Letztes ist auch wieder passiert. Ja, weil der falsche noch Runen Dash ist. Da rein hat. Nee, Dash weil die Hitbox ist, sieht weird aus. Das fucking press the attack dabei. Oh no. Am Inting. Ah, Bot. 26. Ich tippe hier rein. Lola, nach 22 Minuten merkt er, dass er die falsche Rune dabei hat. Du alter hier ist Jhin, hier ist Jhin. Guck Jhin. Geile Ult. Komm noch ran. Verwandten? Ja. Nicht zu deep gehen. Krass, ist kein Flash mehr. Das ist nicht zu deep, bitte. Ja, ja schwierig. Hau rein, Rutscher. Können wir Drake? Drake, Mann. Hab ich gar nicht gefühlt mehr danach. Kha'Zix hat kein Flash. Ruhig schon noch geben können. Meinst du, wärst du mit rausgekommen? Klar. Ich hatte Angst, dass ich auch noch sterbe, weil der Thrash mich in Flame holt. Stell mal zusammen. Komm, lass Fokus, lass Fokus. Dann tut's mir leid. Okay. Was soll das hier nicht Nash gehen? Wir können Nash gehen hier. Kha'Zix war low. Ja, also ziemlich slow Nash. Aber könnte sein. Da ist er. Bei Kha'Zix sieht nicht so aus. Ich hab mehr Blue. Doesn't look like it. Pass auf da, jetzt Kha'Zix. Jhin ist über dir, Huan Fong. Jhin ist ja, hier, ne? Du übertreibst nicht. Ah ja. Shenoid vielleicht für Tim? Ja, lass das spielen, lass das spielen. Ach mein Gott, Tim, ja. Ach, geht doch, Jungs, sauber. Das ist halt wie schlecht. Gut, dass ihr kommuniziert. Du redest ein bisschen selber und sagst vielleicht selber, dass du die Shenmue haben willst. Nee, aber nee, ihr könnt das. Ihr könnt das aber einfach... Kane ist, Alter, Kane ist genau Tims Champion. Nein, das ist er nicht. Du musst die ganze Zeit gucken, was der macht. Ja, aber... kein Wort rauskriegt, ey. So richtig. Das ist einfach so. Am Sabbern, ey. Du kennst mein. Schön. Haben wir noch Pink? Mir fließt die Spucke quasi auch schon durch, durch die Augen, wenn ich das halte. Jo. Ja, kein Baron noch für dich. Ja, ist okay. Ich find's geil. Aber ich bin halt wirklich, weiß ich nicht, irgendwie funktioniert da mein Brain dann nicht. Das sagt man gar nicht. Das ist so, ihr redet auch so auf mich ein, so, yo, Shenult. Und ich verarbeite das in meinem Kopf. Yo, true, Alter, voll geil, wir haben noch eine Shenult. Aber ich sag einfach nichts. Keine Ahnung, irgendwie. Ja, wir sollten mit den Tier 1 mal langsam siege, ne? So, Johnny warten und dann. Wir können auch einfach ein 2-1 spielen, ne? Aber ja. Ja. Dieses alte Bild, ne, ist so fucking bugged OP. Aber es ist ja nicht bugged, das ist intentional, oder? Ja, aber das ist doch intentional shit. Warum? Ja, das pockt ja jedes Mal den Damage. Oh. Ja. Auf jedem seiner Dinger. Ja. Kannst du mir ja erzählen, dass das ein gesundes Design ist. Hat ihm jetzt noch nicht so viel geholfen. Aurelion darf auch mal OP sein. Ja, hat den Item Power Spike ja legit jetzt. Warte, Aurelion war da. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, glaube ich, dass du den Item Power Spike jetzt so spät hast. Mhm. Und die Teil-Items von dem PB Manage sind halt wirklich die schlechtesten Teil-Items, die es auf dem Planeten. Also ich glaube, es gibt kein Item mit schlechteren Teil-Items. Gott. Was gibt's denn darauf? Ja, guck dir mal die Titans an, die sind doch so shit. Bendy okay. Glass Mirror ist doch so ein useless Item. Aber der Rest ist doch völlig fein, ne? Du hast halt. Egal. Weiß ich, also wenn Mage bei 1800 Gold mit 20 AP rumläuft, habe ich nicht so viel Angst vor ihm, weißt du? Wollen wir einfach mal Mitte gucken hier? Ne, ich will Botlane erst Prior holen und dann Collapse. Okay, okay. Lass das safe spielen. Ich glaube, die droppen den Turm eh, deren Red Buff ist ab. Oh, die gehen ja, aber Mann, lass mal zum Red. Ja, der Turm droppt von selber. Habt ihr trotzdem Prior noch Mitte geholt? Ja, ne? Ja, die Wave kommt jetzt erst. Okay. Könnt ihr Mitte ist noch eine Mitte Wave, Mitte Wave. Die könnten hoch gerade, die könnten. Raid on the spot. Können wir. Spot collapsen oder ja. Nicht? Nee, ne? Das wird Mitte T2 gehen, glaube ich. Komm vorbei, sind alle hier. Da steht kein Flay, wir können einfach killen hier. Ich bin in die Tower. Ich bin da. Hey, Kha'Zix hier.
hat denn deine Ult gerade gescheppert? Damage. Richtiger Laserstrahl, Alter. Aua, Malphite, nee. Was hat das denn? Den chasen wir. Was? Die haben den schon wieder Turret aggro. Mann, du. EG. Wenn der nicht. Dein Laser rauskommt, einfach so 10.000 Damage macht. War lecker. Ja, GG. Junge, ich habe 3 unterschiedliche Champions gespielt. Crazy. Crazy. Hey. Jungs, macht schnell! Jungs! Warum habe ich den Assist bekommen? Gott. GG. Schön. Ja, vielleicht war ich eben ein bisschen emotional mit dem Jin-Call, aber... Wirklich? Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Problem ist, also ich fand, der Rakan-Pick war halt insane geil, aber die Laning-Phase war horrible. Also für den Team-Comp haben wir Rakan auch gebraucht. Ja, die Team-Comp war insane geil, aber die Laning-Phase war halt horrible. Ohne Rakan hätten wir ein bisschen geleckt. Deswegen, ja, ich glaube auch, es war fein, ich hätte einfach ein bisschen... weniger nehmen müssen. Nee, ich glaube, ich hätte einfach ein paar Waves mehr droppen müssen. Ich glaube, wenn wir das morgen echt so machen können mit Blindpicks Top, dann kann ich sowas wie Cassio oder Sidus oder so Last picken. Das ist halt, ich finde, das turnt die Draft sich hart. Jungs, Alter, wir haben jedes Game gewonnen, ist ja insane. Ja, wir haben uns noch gesteigert. Erstes Game war Turbo Trash, zweites Game war nice, drittes Game war richtig clean. Wer hätte gedacht, dass in einem Scrimblock Tim und ich 3 verschiedene Champions spielen? Jo! Ich Cassio und Sidus und Tim sogar ein Tank. Ey, okay, mein Nunu habe ich schon mal gespielt. Nunu ja, ich gespielt. Und ich weiß auch, dass ich damals ein Tim rennt mich runter hieß, glaube ich, das Zweitkanalvideo. Was? Das, kann das ich war mir das, nicht wo vorstellen. Du komplett runtergerannt bist. Mit Double Buff und einem Schneeball in den Turm. Werde ich nie kann vergessen. Ich mir nicht vorstellen. Ja, schön. Das war, danke dir nochmal fürs Organisieren, Sola, ne? Das ist ja, sehr geil. Ja, morgen 14 Uhr, ne? Yes. Lauf gut Uhr aus, ne? Nicht wieder bis 6 Uhr WoW raiden hier, Kevin. Bin heute 14.20 Uhr erst aufgewacht. Eieiei. Bitte stell den Wecker. Ich weiß noch bei den letzten Wecker, Relegation, wo Tim einfach Alter. Nicht kam. Smart Goal 1 ist, alle sind pünktlich. Das wäre schon mal geil. Also ernsthaft, Jungs. Ich weiß noch, wie mad ich war, als bei der Relegation aus Div 1 Tim nicht kam, weil er verpennt hat. Also mein Schlafrhythmus ist aktuell super. Das passt geil, feier ich. Wir fisten die morgen komplett aus dem Leben, okay? So eine richtige Zerdrückung. Oder wir besiegen sie einfach. Das wäre auch voll okay, oder? Nur, dass der Unterschied, glaube ich, war, dass das nicht um 14 Uhr war, sondern um 19 Uhr. Ja, true. wenn wir gewinnen. Wenn wir gewinnen, spielen wir entweder gegen erster East Club. Nee, okay, ich bin raus, ne? Ich wünsche euch was. Ich auch. Okay. Disconnected. Richtig gute Scrims. Ich habe heute richtig viel aufgenommen. Da waren die Games so lala. Ich fand heute, waren wahrscheinlich mit meiner besten Scrims, ne? Das Cassio-Game habe ich glaube ich, ziemlich hart geturnt. Das Sidus-Game war mit der Malphite auch sehr juicy. Und genau deswegen haben wir so Picks wie Sidus und so auch trainiert, ne? Weil das ist ein Game, es gibt nicht viele Games, wo du Sidus spielst, aber das ist halt, also die Aurelion Solo-Ulti hat schon Spaß gemacht. Und die Malphite-Ulti natürlich auch. Ich habe einen Fuffi donated. Ich weiß nicht, ob die das sehen, aber wenn einer von denen die kennt, ich habe natürlich alles in die Richtung gemacht und schön brav mein Ding donated. Ja, ich hoffe, die haben das gesehen. Sorry nochmal für das GGWP, das war keine Absicht. Und ansonsten jetzt viel Spaß bei Maxim, weil der spielt Slay the Spire.